Zur Jahreshauptversammlung der SPÖ Ips fanden sich junge und alte Parteimitglieder im Volksheim der Stadtpartei ein. So kurz vor den Gemeinderatswahlen war ein guter Zeitpunkt, um das Wirken der regionalen SPÖ in der Donaustadt Revue passieren zu lassen. 5 Jahre waren viel Zeit zum Gestalten. Die Großprojekte wurden noch einmal in Erinnerung gerufen. Anschließend wurde auch in die Zukunft geblickt, denn Bürgermeister Alois Schroll ist zuversichtlich, dass er weitere 5 Jahre in Ips regieren kann. Vieles spricht dafür, denn die Stadt entwickelt sich gut. Eins kann man sich hundertprozentig sicher sein. Wir haben von 2015 bis 2020 jetzt genau 89,88% unserer damals versprochenen Vorhaben umgesetzt. Und wir werden auch diese Vorhaben, was wir von 2020 bis 2025 vorhaben, versuchen. Vielleicht gelingt uns 100%, wird schwierig sein, aber dass wir dementsprechend auch die Programme umsetzen wollen. Alois Schroll ist natürlich kein Einzelkämpfer. Wie in jedem politischen Amt braucht es ein starkes Team, das sich in die Arbeit einbringt. Also wir haben ein sehr ambitioniertes Programm für 2020 bis 2025 aufgestellt. Und ich muss dazu sagen, also da kann ich wirklich nur meinem Team gratulieren, die mit mir diesen Weg gehen, weil da sind wirklich alle stehen zu 100% dahinter. Und wir haben uns schon sehr, sehr viel vorgenommen, natürlich genau in diesem Bereich, im Bildungsbereich weiter auszubauen, zu forcieren. Wir haben zum Beispiel ganz stark Wirtschaftssektor, ja, weil da sind wir natürlich auch seitens der Gemeinde mit der Infrastruktur, mit den ganzen Rahmenbedingungen aufgefordert, natürlich auch das so weit vorzubereiten, dass Ipser einfach sagen, die Ipser Stadt ist wirklich interessant, dass sie mich da ansiedelt. Ja. Wir haben noch extrem viel vor, wo wir wirklich noch ein bisschen ein Manko haben, bei zum Beispiel betreuten Wohnen. Wirklich ein betreutes Wohnen zu bauen, das haben wir in der nächsten Periode vor. Wir wollen unser Kunst- und Freizeitangebot, wir wollen unsere Sport- und Freizeitmöglichkeiten noch ausbauen. Also wirklich ein ganz, ganz ambitioniertes Programm in unserem Programmheft. Ja, wir haben jetzt ein neues Team beisammen, haben wir wirklich eine gute Durchmischung zwischen Männern, Frauen, Jung, Alt, aus allen Berufssparten. Und da sind wir ganz positiv, dass wir wirklich die neuen Projekte, die wir vorhaben, gut umsetzen können. Ganz ein wichtiges Thema ist natürlich Klimaschutz. Da haben wir uns einiges aufs Papier geschrieben, was wir machen wollen. Stadtteilensanierung, riesiges Projekt, wollen wir dieses Jahr abschließen. Jugendbereich, Familienbereich, Wohnen. Da haben wir noch einige Projekte in der Pipeline. Und ja, da werden wir die nächsten 5 Jahre natürlich einiges umsetzen in Ips gemeinsam. Und das wird dann heute natürlich auch präsentiert. Die Stadt Ips hat genau wie jede moderne Stadt ihre besonderen Anliegen und Herausforderungen. Sei es in Bezug auf das Gefälle zwischen Jung und Alt oder in Bezug auf den Wohnbau oder, auch hier ein starkes Thema, in Bezug auf die Integration. In Ips ist vor allem der Verein Vielfalt Nutzen. Der wird sehr unterstützt von der Gemeinde finanziell. Und es sind da sehr viele freiwillige Helfer, wo wir 2015, wie der große Run war, also wie die ganzen Flüchtlinge gekommen sind, haben wir dann jeden Tag Deutschkurse abgehalten, kostenlos. Und dadurch waren da sehr viele junge Burschen dabei und die waren eigentlich dadurch immer beschäftigt und sie haben auch Ansprechpartner gehabt durch uns. Und das war eigentlich für die Stadtgemeinde sehr gut, weil sie durch die ganzen Deutschkurse und durch das alles waren sie beschäftigt und haben eine Aufgabe gehabt und sind nicht irgendwo herumgelungert, sondern ja, sie waren von uns eigentlich aufgefangen. Und natürlich dadurch, dass ich auch im Sozialausschuss bin, hat das viel gut gepasst. Ja. Natürlich wird die Parteiarbeit der führenden Parteien genau beobachtet. Nicht nur von den Wählern, sondern auch von den eigenen Parteikollegen. Ich denke, dann kann man nur zufrieden sein, wenn man sieht, was sich in der Stadt bewegt. Das ist zweifelsohne eine sehr positive Weiterentwicklung dessen, was ich versucht habe, einmal auch mit meinem Beitrag für die Stadt zu tun. Und der Bürgermeister Schroll macht das also wunderbar und ist an vielen, vielen Ecken und Enden darum bemüht, die Stadt voranzubringen und der Erfolg gibt ihm scheinbar recht. Ja. Sollten die Wähler diesem Vorhaben wieder die Mehrheit geben, dann kann die SPÖ Ips mit ihrem Programm durchstarten.